Ah, dann gehen wir jetzt mal zu einem. Zum Zhao King. Zhao Xing KX7000. Was ist denn das? Chinesischer CPU-Hersteller. Und wir haben ja schon öfter in letzter Zeit, in den letzten Jahren immer mal so drüber berichtet, dass ja die Chinesen natürlich unabhängig werden wollen vom Westen und da natürlich x86-Prozessoren brauchen und bauen und entwickeln. Bislang waren die ja in den Kinderschuhen. Tatsächlich sollen die jetzt einen Prozessor veröffentlicht haben, der jetzt auf Zen 2 Niveau ist. Das heißt, es ist die Vorgängerversion der Ak. Nein, die Vorgänger. Der Also. ist sechs, das ist die 6 Jahre alte CPUs. Genau. Also auf 6, auf dem Niveau von 6 Jahre alten AMD-CPUs, was schon einmal gar nicht so schlecht ist. Vielleicht einfacher zum Einordnen, das ist so auf Niveau von eines Intel Core i3 8. Generation. Ja. Was jetzt Ja, das ist halt, sagen wir für so, das ist halt die Alltagsge. i3 ist halt so die kleinste i-Version. Das muss jetzt nicht schlecht sein. Eben. Das reicht für den Alltagsgebrauch wahrscheinlich vollkommen aus. Das heißt, Office-PCs kann man zu Genüge eigentlich mit dem Prozessor ausstatten. Wenn man das möchte, ja. Ich meine, ich weiß natürlich nicht, was der für ein Motherboard braucht. Das ist wieder eine andere Frage. Ja, natürlich. Davon braucht man, glaube ich, gar nicht reden, dass die nochmal Weil ich wüsste wieder. jetzt, weil was der für einen Sockel verwendet, weiß ich nicht. Eben. Also. Äußerlich soll es ausschauen wie ein LGA 1700, aber ob der jetzt kompatibel ist zu AMD oder Intel Chipsätzen, ist wieder eine andere Frage. Möglich, das ja, aber glaube ich eher nicht. Das heißt, die müssen auch eigene Boards, eigene Chipsätze und so weiter ausbringen. Was möglich ist, ist DDR4 und DDR5 und integrierte Grafikeinheit. Soll zumindest direkt X12 Level schaffen. Ja. Bleib abzuwarten, ist immer wieder spannend, was das China kommt. Also von dem her, sie haben. Mich wundert aber wirklich, dass die nicht eigentlich diese X, dass die nicht gleich auf Arm setzen. Ach, gibt's schon auch. Ja, eh, aber mich wundert, dass sie sich nicht darauf mehr konzentrieren. ARM-CPUs aus China gibt's schon lange. Die werden ja teilweise in günstigen Smartphones verbaut. Also. Ja, richtig, aber da wäre halt natürlich richtig Potenzial auch für sie drin. Jein. Ich weiß es nicht. Wir müssen uns die X86-Entwicklung in den nächsten Jahren anschauen. Wenn die von der Energieeffizienz her aufs gleiche Level kämen, langsam wie die ARM. Und sie sind ja auf dem Weg dorthin. Also die Architektur, was sie jetzt haben, dass sie auch High-Performance-Kerne, Low-Performance-Kerne und also High-Performance-Energiesparkerne und Low-Performance-Kerne, das haben ja jetzt die AMD und Intel-CPUs ja teilweise schon. Vor allem auch Haben die sie Intel, ja. vor allem auch die jetzt die aktuell vorgestellten Intel-CPUs, die was ja da jetzt in dem Surface Laptop 10 und Surface Pro 6, Surface 6 Pro verarbeitet werden oder verbaut werden, die kämen ja schon mit drei teiligen Prozessoren. Also einer für die volle Power, ein paar für die feinen Hintergrundtasks. Und der Bohr für Low Performance, die was einfach so das Werk am Laufen halten. Und ich glaube, mit dem Ansatz werden Intel und AMD jetzt ARM auch wieder ein bisschen gefährlicher werden, was die Energieeffizienz angeht. Also, ich würde jetzt x86 noch lange nicht abschreiben. Ich weiß es nicht. Ich warte zuerst einmal ab, was da jetzt passiert, weil was hier angekündigt ist, immer schnell viel.
Das schon, das schon. Ja, sehen wahrscheinlich, ich möchte es dann immer mal Aber in ich der sehe das jetzt auch ein Realität. bisschen aus AMD und Intel-Sicht. Und abschreiben würde ich die eh über kurz oder lang noch, bei weitem noch nicht. Naja, sagen wir so, du hast, die haben natürlich den Vorteil, theoretisch könnten sie ja auf ARM wechseln. Ja, aber. Also könnten sie schon ARM machen. Ja, aber warum nicht mit der aktuellen Architektur beziehungsweise mit der Ich Plattform weiter? Warum nicht? weiß nicht, wo, das kann ich jetzt selber auch nicht beurteilen. Ich weiß nicht, wo die Grenze der x86-Plattform liegt. Also, ob es da irgendwann mit diesen Dingen, ob die da an eine Limitation stoßen, was jetzt so die Energiesparsamkeit ist. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, mit x86 kannst du eine deutlich größere Bandbreite an Nichtleistung oder Leistung abbilden wie mit ARM. Also du kannst die x86 extrem sparsam betreiben. Das Du kannst kannst du die natürlich. x86 aber mit extrem viel Power ausstatten, als Saugseil 250 Watt, aber sind jeden ARM überlegen. Ja, Auch Apple ARM. gut, wir haben noch nie einen Arm auf die Wattzahl gepusht. Ja, gut, Mac Studio kommt schon so in die Richtung hin. Ja, richtig. Und ich meine, es ist halt das, man muss jetzt bedenken, weißt du, jetzt ziehen wir das Thema vor, weil ich würde jetzt sagen, das passt nämlich dazu mit den Snapdragon jetzt an, Ja. weil es gibt ja jetzt das erste Mal wirklich so Benchmarks zu den Qualcomm Snapdragon X Elite. Und das ist ja ganz schön vielversprechend im Moment. Also die sind da, die haben ja so, mittlerweile sind die schon Single-Core, Multicore in Geekbench, die liegen so mit einem Ryzen 9 Con, die sind ein bisschen vorne sogar. Also ist ein Ryzen 9 APU, das ist, dass man es fair vergleicht, also das ist der Chip, der eine Grafikeinheit drauf hat. Also ist die, also sie haben da jetzt in einfach verglichen mit den 7940 und 7945 Ja. und der Top-Prozessor ist beim Single Core ein bisschen vorne, also da hat der Snapdragon 2574 und der Ryzen 9 7945 hat 2727 Single Core-Punkte. Multicore ist der Ryzen 9 natürlich noch vorne, also da hat er 15.623 zu 12.565. Was wir jetzt aber schon eigentlich gar nicht schlecht finde, ist, dass der Snapdragon halt jetzt quasi die erste Generation von oder von wirklich von D-Arm-Chips ist, die so performant von Snapdragon sein, auch von Qualcomm. Und ich bin sogar, ehrlich gesagt, sogar mehr als überrascht, dass die wirklich jetzt so einen Sprung gemacht haben. Also, weil es geht von 12 Watt bis 80 Watt. Also, das 12 Watt ist ohne Lüfter. Und haben halt dann auch unterschiedliche Ausgestaltungen. Also, sie haben natürlich, da sagen sie jetzt natürlich die Top-Variante. Ja, klar. Aber das ist schon nicht ganz schlecht, was die da mittlerweile abliefern. Also wir reden jetzt natürlich von Laptops. Also das ist jetzt einmal, das ist jetzt einmal ein klassischer Ja, Laptop-Chip. ja, ja. Ja, ich sehe da gerade bei Notebook-Check ein bisschen die Gegenüberstellung. Also der M3 Max mit 16 Cores. Und der M3 Pro mit 12 Cores, die sind immer noch schneller. Richtig, also das ist aber. Aber es, ja. Also wir kämen da jetzt schon Ist in eine Richtung hin. jetzt 9%. Ja, in Cinebench ist dann schon ein bisschen ein Unterschied. Da hast du wieder einen Unterschied, ja. Ja, ist jetzt aber auch nicht, dass ich jetzt sage, oh nein, jetzt, das geht gar nicht. Da hast im Geekbench Multicore hast du nachher auch noch die Übergegenüberstellung mit einem Threadripper Pro. Ja. Der ist halt nahezu doppelt so schnell, ist halt nachher auch wirklich ein Desktop-CPU.
Richtig, aber du siehst ja selbst da, dass der Apple M3 Max mit 16 Cores nur 4000 Punkte dahinter ist. Ja. Was nicht einmal jetzt, ich meine, der AMD Ryzen Threadripper, das ist halt das absolute Top. Ja, Also, das ist der halt, absolute das ist halt Top-Prozessor, mega da drum, gibt es nichts drüber. ja. Der hat halt da 350 Watt Leistungsaufnahme im ungünstigsten Richtig. Maximalfall. Richtig, das baust eher nicht in einen Laptop ein. Und der M3 Max bei den 78 Watt. Vor allem, wir müssen halt jetzt auch eins realistisch betrachten. Der Threadripper kostet bei Geizhals, das billigste Angebot ist 10.174 Euro. Ja, das ist halt der High-End-Workstation CPU. Das ist. Ja, okay. Also, Stimmt. und das war sie, also um das Geld kauft er wahrscheinlich mit den Qualcomm Snapdragon insgesamt vier Laptops Ja. über die Zeit. Ja, das wird Also sein, ja. hat mir jetzt selber mal gefallen, dass Qualcomm da wirklich jetzt was rausgebracht hat, was konkurrenzfähig ist. Weil man hat es ja lange nicht gewusst, wie das jetzt abschneiden wird. Und das finde ich eigentlich ganz nett, dass da jetzt auch mehr Konkurrenz wird. Vor allem, dass das jetzt auch, weil das kommt jetzt sicher in die Surface-Reihe dann auch rein, der Chip. Und in anderen Notebooks. Und das ist dann schon was Feines wieder. Weil dann hat man auch in der Windows-Welt definitiv die Auswahl. Dann geht es jetzt nachher nur noch um Softwareangebote in der Windows-Welt. Aber das ist gleich, ja. Das ist natürlich, ja, das wird dann hoffentlich auch noch passieren. Man, natürlich, die Sache ist Wenn sie es so sauber hinkriegen wie Apple mit dem Rosetta 2, wo sie halt nicht. das. Windows, der Unterschied ist, Windows emuliert ja. Also Ja, richtig, aktuell ja. emulieren die ja. Rosetta bei Apple funktioniert aber anders. Die DOM nicht direkt emulieren, die sind da viel direkter verzahnt mit der Hardware. Das ist jetzt nicht wirklich eine Emulation, das ist eher eine Übersetzung, ein Interpretieren von x86, also vom Code für x86 optimiert, der wird einfach übersetzt auf ARM. Aber ein MacBook tut dir keinen x86 Prozessor vorgaukeln, sondern es wird halt eins zu instant übersetzt. Und unter Richtig, Windows funktioniert richtig. das ein bisschen anders. Da wird eine Applikation vorgegaukelt, das war ein x86-Prozessor drin. Und damit ist die ganze Sache halt nicht sonderlich performant. Also wenn Sie das auf Windows-Seite vielleicht auch noch ein bisschen mehr unter Kontrolle bringen und optimieren können, dass die x86-Anwendungen nachher ähnlich flott laufen wie native, Ja, dann wird das Hammer. wünschenswert wäre natürlich ja, dass auch in der Windows-Welt das passiert, dass auch irgendwann die ganzen Anwendungen quasi für ARM-Prozessoren nur umgeschrieben werden oder zur Verfügung Ja, gestellt werden. das ist sowieso. Das wäre natürlich dann der Idealfall und das kann dann schon passieren, wenn das Ganze Relevanz hat und Marktdurchdringung. Weil gerade im Laptop-Bereich, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich möchte eigentlich nichts mehr anders als einen ARM-Chip da drin haben. Das Weil ist korrekt, ja. ich sehe einfach, es hat für mich nur Vorteile. Weil diese Akkulaufzeit, das hat noch kein x86 hingebracht. Ja, das stimmt schon, das stimmt schon, ja. Und das, ich glaube auch nicht, dass das in Zukunft so schnell möglich wird mit den Dingen. Vor allem, man muss ja das bedenken, ich kann mit meinem Notebook auch Spiele spielen. Das ist ja das Nächste. Ja, Naja, limitiert, aber ja. klar, ich meine, das ist jetzt natürlich, der Mac ist da beschränkt, aber ich kann StarCraft 2 ohne Probleme in hohe Details spielen. Ja, natürlich. Ja, sicher. Ich kann auch andere Spiele laufen, auch drauf. Also wo ich sagen muss, wenn es zur Verfügung gestellt wird, hat das Ding schon Leistung.
Ja, eben, es ist das Zusammenspiel eben von Ja. der Grafikeinheit und vom Prozessor selber, ja. Richtig, und man natürlich muss es auch zur Verfügung gestellt werden, nativ. Und dann macht das Ganze schon relativ an Spaß. Und da hast du jetzt unter Windows eben nachher ist auch bei Windows dann genau dasselbe Problem. Manche Hast natürlich, Spiele ja. werden nicht laufen, weil es ist eine Adreno-Grafikeinheit Ja. und eben keine AMD oder Nvidia Das ist vollkommen oder richtig, ja. Intel GPU. Das ist Also. richtig. Das heißt, man hat es ja bei der Intel-GPU auch gesehen, am Anfang, wie die rausgekommen ist, die hat ja auch Probleme gehabt. Ja, die haben wohl immer noch Probleme, aber ja. Obwohl sie haben jetzt, glaube ich, sogar wieder einen neuen Performance-Patch rausgebracht und Ja, haben nochmal sicher, mehr sicher, Leistung. sicher. Sie sehen ja wohl dabei, das zu optimieren, weil sie wollen auf dem Markt ja ein bisschen was absahnen, ist klar. Und das wäre natürlich dann bei Qualcomm halt genau das Gleiche. Was aber eben in Summe für alle super wäre, weil es halt zusätzliche Konkurrenz ist. Das heißt, auch wenn du dann einen Einstiegs-Laptop kaufst, hast halt einfach mehr Optionen. Definitiv, ja. Und das finde ich dann prinzipiell nicht schlecht. Gut. Als wenn wir zu der Zeit hinterdenken, wo es in Laptops nur Intel-Chips gegeben hat.